Hallo alle zusammen. Erfahren Sie, wie Sie Daten von einem RAID-Array eines nicht funktionierenden Linux NC4000 NAS wiederherstellen. Ich zeige Ihnen, wie Sie ein RAID-Array erstellen, wie Sie ein neues Volumen und einen neuen Benutzer hinzufügen und wie Sie eine Netzwerkfreigabe erstellen. NAS-Geräte werden für die Sicherung von Daten auf Ihrem Computer entwickelt. Aufgrund der Tatsache, dass heute eine große Menge verschiedener Dateien erstellt wird, können diese als Hauptspeicher verwendet werden. Wenn das NAS ausfällt, verlieren Sie möglicherweise den Zugriff auf alle Daten im Netzwerkspeicher. NAS-Geräte sind zwar relativ zuverlässig, was die Speicherung angeht, und das RAID-System erhöht nur die Sicherheit von Datenverlusten, kann aber keinen hundertprozentigen Schutz bieten. Wie alle mechanischen Geräte wird auch eines Gerät irgendwann ausfallen und Sie werden Daten verlieren, weil der Zugriff auf das Festplattenarray verloren geht. Wenn eines Gerät ausfällt, sind die Daten nicht betroffen, aber ohne Software von Drittanbietern können die Daten nicht gelesen oder wiederhergestellt werden. Im folgenden Video zeige ich Ihnen, wie Sie eine NAS-Datenwiederherstellungssoftware auswählen. Lassen Sie uns zunächst lernen, wie man ein RAID-Array auf diesem Linux NAS-Gerät erstellt. Gehen Sie im Menü der NAS-Gerätverwaltung auf Speicher, RAID. Auf der rechten Seite wird eine RAID-Seite mit einer Liste der an das Gerät angeschlossenen Laufwerke angezeigt. Wählen Sie die Laufwerke aus, die dem RAID-Array bilden sollten. Wählen Sie einen RAID-Typ aus der Liste unten und klicken Sie auf Hinzufügen, Add. Es erscheint ein Warnfenster, das bestätigt, dass alle Daten auf dem Laufwerk gelöscht werden. Klicken Sie auf OK, um fortzufahren. Der Aufbau des RAID kann einige Zeit in Anspruch nehmen, je nach Festplattengröße und ausgewählten RAID-Level. Sie können den Fortschritt des RAID-Aufbaus auf der Seite Speicherstatus verfolgen. Wenn der Aufbau abgeschlossen wird, wird er in der RAID-Tabelle angezeigt. Laufwerke, die in diesem Array verwendet werden, stehen nicht mehr für die Erstellung weiterer Arrays zur Verfügung. Während das RAID aufgebaut wird, kann ein neues Volumen hinzugefügt werden. Wählen Sie auf dem Drop-Down-Menü das Array aus, in dem sich das neue Volumen befinden soll. Geben Sie einen Namen, die Größe und ein Zugriffspasswort ein. Geben Sie dann die Parameter ein und klicken Sie auf Hinzufügen, Add. Das Volumen wird nun erstellt. Als nächstes können Sie Berechtigungen für den neuen Benutzer hinzufügen und konfigurieren. Um einen neuen Benutzer hinzufügen, gehen Sie zu Access Benutzer. Klicken Sie hier auf Hinzufügen. Geben Sie in den in sich öffnenden Fenster den Namen des neuen Benutzers und die Gruppe an. Geben Sie das Passwort ein und geben Sie es zur Überprüfung erneut in das Feld Passwort bestätigen ein. Fügen Sie beim Bedarf einen vollständigen Benutzernamen und Ihre E-Mail-Adresse hinzu. Diese beiden Felder sind optional. Klicken Sie dann auf OK und bestätigen. Der neue Benutzer wird hinzugefügt. Für die weitere Einrichtung müssen Sie warten, bis die neue Synchronisierung abgeschlossen ist. RAID wird standardmäßig mit dem Dateisystem X4S erstellt, ohne dass Sie zu einem anderen Dateisystem wechseln können. Sobald die erneute Synchronisierung abgeschlossen ist, wird die Option zum Anpassen der gesamten Ordner verfügbar. Gehen Sie zum Shares und klicken Sie auf die Schaltfläche RAID Shares. Geben Sie den Namen des Verzeichnisses an, wählen Sie einen verfügbaren Speicherort und legen Sie die entsprechenden Zugriffsrechte für dieses Verzeichnis fest. Aktivieren Sie die Netzwerkprotokolle. Fügen Sie die Benutzer hinzu, deren Rechte erteilt werden müssen. Sobald das Volumen erstellt wurde, können Sie das Diskerei auf seine Funktionsfähigkeit hin überprüfen und Daten darauf schreiben. Verbinden Sie sich über FTP oder eine andere Methode.
Wenn Sie aufgrund eines Hardware-Ausfalls, einer Fehlfunktion des Controllers oder eines anderen Hardware-Problems den Zugriff auf die auf Ihrem NAS gespeicherten Daten verlieren, bleiben die Daten auf dem Laufwerk intakt und können mit einer Datenwiederherstellungssoftware verarbeitet werden. Um Informationen von den Laufwerken abzurufen, können Sie versuchen, das Linux-Betriebssystem zu verwenden. Für die meisten NAS-Server ist das Betriebssystem eine natürliche Umgebung, da die Laufwerke in einem der Linux-Dateisysteme formatiert sind. Wenn Sie mit diesem Betriebssystem nicht vertraut sind, ist dies jedoch nicht empfehlenswert, da falsch ausgeführte Befehle die Informationen auf den Laufwerken dauerhaft überschreiben können. Die richtige Lösung ist die Verwendung einer speziellen NAS-Datenwiederherstellungssoftware, Hetman RAID Recovery. Die Software unterstützt die meisten gängigen Dateisysteme, Technologien und RAID-Typen und kann in den meisten Fällen ein zerstörtes RAID ohne Controller automatisch wiederherstellen. Bevor Sie mit der Wiederherstellung beginnen, vergewissern Sie sich, dass Sie genügend Kabel haben, um die Laufwerke anzuschließen. Wenn die Anzahl der Anschlüsse auf die Hauptplatine nicht ausreicht, können verschiedene Adapter verwendet werden. Außerdem benötigen Sie ein Laufwerk mit einer Kapazität, die mindestens so groß ist wie die der Wiederherstellungsdaten, zum Beispiel ein externes Laufwerk, ein anderes NAS oder ein anderes Speichergerät. Entfernen Sie die Laufwerke aus dem NAS und schließen Sie sie an einen Windows-PC an. Sobald das System hochgefahren ist, öffnen Sie die Datenträgerverwaltung und überprüfen Sie, ob die Laufwerke im System erkannt werden. Das Betriebssystem kann Sie auffordern, die Laufwerke zu initialisieren oder zu formatieren, um auf sie zu zugreifen. Tun Sie dies auf keinen Fall, da dadurch die verbleibenden Informationen vollständig überschrieben werden können. Laden Sie die Software herunter und führen Sie sie aus. Hetman RAID Recovery setzt ein ausgefallenes RAID Array automatisch aus den angeschlossenen Laufwerken wieder zusammen. Sie finden das Disk Array im Disk Manager. Detaillierte Informationen über das RAID werden unten angezeigt. Diese Partition ist auf dem XFS-Dateisystem aufgebaut. Sie müssen die Partition scannen und auf ihren Inhalt zugreifen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Partition öffnen. Wählen Sie R der Analyse und klicken Sie auf Weiter, um die Suche nach verlorenen Dateien zu starten. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist und klicken Sie anschließend auf Fertigstellen und auf dem Inhalt der Partition zugreifen. Das Programm zeigt Ihnen alle Dateien an, die auf die Festplatten geschrieben wurden und zeigt deren Inhalt in einer Vorschau an. Zum Wiederherstellen wählen Sie alles, was Sie wiederherstellen möchten und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wählen Sie das Laufwerk, auf dem Sie speichern möchten und geben Sie den Ordner an, in dem Sie es speichern möchten. Folgen Sie dann dem angegebenen Pfad und suchen Sie nach wiederherstellten Dateien. Wenn die Software Ihr Array nicht automatisch erkennt und wiederherstellt, müssen Sie möglicherweise einen RAID-Konstruktor verwenden. Sie müssen die Parameter des gestörten RAID kennen und das Array mit RAID-Konstruktor erstellen zu können. Wählen Sie manuell erstellen und klicken Sie auf Weiter. Im nächsten Fenster geben Sie den RAID-Typ, die Reifenfolge und die Größe der Blöcke an. Wählen Sie die Festplatten im Array aus, verwenden Sie die Pfeile nach oben und unten, um die Reifenfolge festzulegen, und ergänzen Sie die Pfeile der Festplatten, indem Sie auf das Pluszeichen klicken. Wenn die Parameter korrekt sind, wird mindestens eine Partition unten im Array angezeigt. Erweitern Sie diese und prüfen Sie, ob die erforderlichen Dateien vorhanden sind. Wenn alle Parameter angegeben sind, klicken Sie auf Hinzufügen. Dann wird RAID im Datenträgermanager angezeigt. Es muss nur noch gescannt und die Daten zurückgegeben werden. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank für's Zuschauen. Tschüss. Während Sie sich das Video auf diesem Kanal ansehen, sterben ukrainische Zivilisten durch Bombenangriffe der Russischen Föderation. Das wahnsinnige Putin-Regime hat einen friedlichen Staat im Herzen Europas
angegriffen. Unterstützen Sie die ukrainische Armee. Spannen Sie die Kosten für den Fonds Komm lebendig zurück. Folgen Sie dem QR-Code oder dem Link in der Beschreibung des Videos und überweisen Sie einen beliebigen Geldbetrag, der den ukrainischen Widerstand definitiv stärkt und hilft, der kriminellen russischen Aggression zu widerstehen.